Tails und Lautstärke. Tada! Gehege von Adario und Fotos ist soweit fertig. Nur noch Deko außen muss gemacht werden. Ja! Ja! Wenn es fertig ist, will ich es unbedingt sehen, Ivan. Unbedingt. Unbedingt. So, ich kann euch tatsächlich gar nicht sagen, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß nur, dass wir beim letzten Mal hier in die Stadt gekommen sind. Minantia oder wie die hier ist. Fotos, wir sind bei Iron im Zoo Schuppentierchen. Wir sind beide ihre zwei Schuppentiere, die sie im Zoo hat. Weil ich mir gestern Schuppentiere gewünscht habe. Und ihre Schuppentiere hat sie und Fotos genannt. Na, das passt doch. Wobei, eher Faultier. Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Aber Schuppentier passt eigentlich auch. Der Schal sieht mega nice aus. Ja. Ist aber ein Kostüm tatsächlich. Also eigentlich läuft sie nicht so rum. Eigentlich sieht sie anders aus. Ihr kennt das Prozedere, ich muss wieder Nase putzen. Einfach kein Druck. Ekelhaft. Ich will wieder gesund sein. Mistkäfer. Ah. So. Ich weiß nicht, wenn es zu leise oder zu laut ist, dann sagt Bescheid, ne? Also. Hier sprechen hier erstmal bitte Leutchen. Deine Rüstung ist der Hammer, Großer. Darf ich sie mal anprobieren? Der passt doch niemals in die Rüstung rein. Haha, unsere Rüstung ist auf jeden Fall etwas, was auch ein Danäer wie du tragen könnte. Du musst nur noch hineinwachsen. Dann gebe ich mir größte Mühe, auch groß und stark zu werden. Versprochen. Also ja, und wieder die Erinnerung, da das nicht auch für YouTube ist, in den Videosequenzen keine Alerts. Also jetzt, wenn wir hier so rumlaufen, dann dürft ihr das gerne reinpfeffern, wie ihr wollt. Aber kein Pink Fluffy Unicorn in irgendwelchen Sequenzen. Oh, so ein kleines süßes Baby-Erdmännchen. Erdmännchen sind toll. Oh nee, Nacktmull mag ich nicht. Nacktmull mag ich nicht. Die sind mir zu nackt und zu haarlos. Nee, Nacktmull mag ich nicht. Die sind mir suspekt. Hey, Wache, solltest du nicht arbeiten? Ich weiß ja nicht, wie es im Reich ist, aus dem du kommst, aber hier in Menantria ist alles friedlich. Es ist völlig ausgeschlossen, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, stimmt. Dank dem Lord ist es. Ich hasse es. Danke, Frisches. Sehr, sehr lieb von dir. Dank dem Lord ist das Leben hier für uns alle angenehm. Ja, siehst du? Und es gibt ja nur nicht nur uns. Da sind auch noch die Wachen. Es geht nichts kaputt, wenn ich etwas faulenze. Trotzdem, dass es in der Stadt so friedlich ist, liegt daran, dass ihr renäischen Soldaten hier seid. Alle kleinen Kinder himmeln euch an. Also zerstör ihre Illusion nicht, ja? Du könntest es echt in der Wüste Sand verkaufen. Na schön, das ist mein letzter Drink. Lol, warum sind die so freundlich hier? In den anderen Städten waren die richtig ekelhaft. Aber die Stadt sieht doch mega cool aus. Vor allem ist das halt auch meine Stadt, ne? Sieht halt auch echt mal aus wie eine Stadt. Warte mal. Eule. Eule. Irgendwo hier ist eine Eule. Aber wo? Sehe sie nicht. Nein, Eule mit einem Heiligenschein.
In der Antike glaubte man, dass Gehirne allein der Kühlung des Blutes dienen. Heute weiß ich, bei manchen Menschen stimmt das. erinnert mich so ein bisschen an FF7 Wallmarkt irgendwie. Ja, wobei der Wallmarkt war ja eher so etwas zwar bunt und, ne? Aber eher so düsterner gehalten und eher. Ich sag jetzt mal die Gegend für die leichten Mädchen. Das hier sieht ja eher aus wie. Vergleichbar mit. Ich weiß nicht, ob du das Intro von FF12 kennst, Kaya. Oder dich dran erinnerst. Wo diese Hochzeit stattfindet. Da finde ich, erinnert das eher so ein bisschen dran. An diese Hauptstraße, wo die bei dieser Zeremonie so lang gehen. Also, guck dir mal den Anfangstrailer von FF12 mal an. Das Intro. Da erinnert mich die Straße so ein bisschen dran. Wir haben einen Nimbus erhalten. Ein Ring aus heiligem Licht dient außerdem als überraschend angenehme Nackenstütze zum Lesen von Büchern im Bett. Was? Leichte Mädchen, sagt doch gleich. Hier gibt's keinen Nivea. Ja, trotzdem. Wir wollen ja nicht gleich, dass das Niveau direkt zu Anfang sinkt. Oder beziehungsweise die Nivea-Creme. Nimbus 2000. Ah, wieder so ein komisches Pferdchen hier. Die Pferde haben sie echt seltsam gemacht, ne? Die sehen echt ein bisschen unheimlich aus. Ohne Scheiße, ey. Diese Viecher. Das sind doch keine Pferde. Wieso ist das heute hier? Weiß ich nur nicht. Nein, Fritschers. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sieht etwas künstlich aus. Ja, deswegen. Also die Pferde oder die allgemeinen Tiere finde ich nicht ganz so schick gestaltet. Wobei Katzen und Hunde gehen noch, aber so Esel, Kühe, Pferde und Schafe und so, die sahen schon etwas seltsam aus. Ich schätze, ihr seid alle Reisende. Es ist so wunderbar, dass ihr alle hier seid. Es stört ihr also nicht, dass wir zusammen sind? Auch wenn wir eine Renäherin bei uns haben? Mhm. Überrascht dich das? Wahrscheinlich sieht man sowas nicht jeden Tag auf Dana. Aber hier in Wiskind gehört das zum täglichen Leben. Hey, wenn wir zum Palast wollen, müssen wir dann in diese Richtung weitergehen? Ja, genau. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr vielleicht lieber zum Übungsgelände gehen. Denn das scheint eher euer Metier zu sein. Übungsgelände? Ist das ein Code für eine Art Arena, in der man als Sport völlig Fremde bekämpft und sich gegenseitig tötet? Nein, auf gar keinen Fall. So was Schreckliches findet dort nicht statt. Das Übungsgelände ist das, wonach es klingt. Es stimmt aber, dass dort vor vielen Jahren Sklaven gegeneinander kämpfen mussten. Ebenso wie gegen bösartige Zeugen. Als unser jetziger Lord Dalim an die Macht kam, setzte er als eine seiner ersten Taten diesem schrecklichen Schauspiel ein Ende. Du meinst also, dass ein renäischer Lord veranlasst hat? Das Gelände wurde dann neu eingerichtet und als geeigneter Ort zum Üben wieder eröffnet. Und als solcher ist er heutzutage auch bekannt. Er wurde hauptsächlich für die Wachen von Elde Menantia konzipiert. Weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Steht aber jedem offen, der dort üben will. Jedem? Selbst der Näher? Natürlich. Mir ist die Arena viel zu anstrengend, aber wenn ihr eure Fertigkeiten verbessern wollt, solltet ihr dort mal vorbeischauen. Okay. Interessant. Bei den Tieren ging wohl das Geld aus. Wobei eigentlich Bandai Namco müsste eigentlich mehr als genug Geld zur Verfügung haben. um die Spiele eigentlich gut zu gestalten. Eigentlich. Wenn man niest, das Einrohren vorher schröpft, diese Fuß und dann. Und der Kater ist schon, okay, erstmal mit Brust läuft bei uns. oh Mann. Hallo Maxo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. So, ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ich gehe noch über, dass wir hier lang. Oh.
Nein, Max, heute leider kein Lotro. Donnerstag wieder. Donnerstag gibt's wieder Lotro. Aber heute ist auch nur ein kurzer Stream. Wir hatten jetzt zu Release von Tales hatten wir das Spiel direkt angefangen. Und ich bin sogar hyped drauf. Außerdem brauche ich wieder was an Nachschub für meine YouTube-Videos. Ich habe nichts mehr. Ich habe fast alles durchgerendert, was ich da noch hatte. Deswegen hatte ich auch mal wieder Bock auf Tales. Und viel Spaß im Lurk-Frisches. Ich nehme an, ihr seid über die Fernstraße hierher gekommen. Ihr seid aber nicht zufällig auf dem Weg auf dieses Ding gestoßen, oder? Welches Ding? Ich spreche von einem riesigen Zirkel, der am Himmel fliegt und gelegentlich hinabstürzt, um sowohl Menschen als auch Zirkel anzugreifen. Doch, auf das Ding sind wir gestoßen. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Wir sollten zu HDRO Let's Play auf YouTube machen. Da gibt's nichts Aktuelles, wäre top. Ja, wäre eine Möglichkeit, tatsächlich. Also die Lotus-Streams habe ich mir tatsächlich runtergeladen. Ich könnte sie tatsächlich auch auf YouTube bringen. Ja, könnte ich tun. Wird nur ein bisschen dauern, weil gerade habe ich noch ein paar aktuelle Projekte. Aber ich könnte Lotro so Ende November, na Mitte, Ende November könnte ich Lotro hochladen. Gehe ich jetzt mal einfach ganz spontan von aus. Ich spreche von einem riesigen Zirkel, der so Menschen aus dem Zirkel anzugreifen. Okay, ja, das hat immer. Es greift sogar Zirkel an? Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Ja, der ist echt eine Nummer. Selbst in den Uniformen hier macht er ganz schön zu schaffen. Ich habe sogar versucht, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen, um den Einsatz irgendwie zu versüßen. Aber bisher haben alle aufgegeben. Ja, wir sind leider für den Zirkel auch noch zu schwach. Den hatten wir beim letzten Mal. Der hat uns überraschend angegriffen und hat uns überaufgemischt. Aber wir schauen uns trotzdem mal, was wir tun können. Dann haben wir die Questzimmer schon mal. Ja, dann kümmern wir uns darum. Wir finden sicher einen Weg, ihn loszuwerden. Glaubt ihr wirklich, ich habe das Zeug dazu? Ja, ihr seht alle fähig aus. Versteht mich nicht falsch, aber wir schaffen das schon. Keine Sorge. Tatsächlich haben wir jemanden dabei, der fliegende Zirkel praktisch mit geschlossenen Augen abschließt. Haben wir? Du meinst Shion? Die würde es bestimmt nicht unbedingt gut heißen, dass du sie dafür ungefragt engagierst. Nun, wenn ihr denkt, dass ihr das hinbekommt, dann nur zu. Ihr findet ihn auf der Trasselider Fernstraße. Normalerweise lässt er einen in Ruhe, aber wenn irgendwo ein Kampf ausbricht, dann stürzt er hinab und macht Ärger. Das heißt, wir erregen nur seine Aufmerksamkeit, indem wir zuerst gegen andere Zirkel kämpfen? Erfasst. Das Ganze nervt natürlich ein bisschen, aber clever ist trotzdem. Wir machen uns also auf den Weg, ihn zu jagen. Am besten hältst du schon mal das Kopfgeld bereit, wenn wir zurückkommen. Was? Natürlich, es steht zu meinem Wort. Viel Glück bei der Jagd. Das wird Ewigkeiten dauern, bis wir den erledigen können. Ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, Stufe 40. Ich glaube, das Viech. Bruno, ein Hallöchen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Hoffe, du hast dich von dem gestrigen Stream erholt. Und hattest einen schönen Wochenstart. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt schon wieder hin? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Die Stadt ist so schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 13. Ganz kleines bisschen. Die Stadt ist viel zu groß. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hör auf, es lief alles schief heute. Oh nein! Was ist denn los? Was war denn los bei dir? Sind all die Leute hierher gezogen? Papa sagt, früher mussten die Leute viel schweres und gefährliches Zeug tragen. Ich weiß ja nicht, ob ich das glaube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier sowas passiert. No. Die sind süß. Ja, ich habe Pfötchen. Sieht aus wie dieser eine Koch, dem wir neulich begegnet sind. Los,
Warte, bist du der Feinschmecker? Ja, das ist der Feinschmecker, der mit dem Apfelkuchen. Dem wir zuvor schon begegnet sind, oder? Oh, hallo, Flammschwert. Ich habe euch schon seit Syslodia nicht mehr gesehen. Ich brauche, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass ich hungrig bin. Und wieder, Lor, gib dem Mann ein paar von den Pilzen, die du gerade gesammelt hast. Pah, du lernst aber auch echt nichts, oder? Was für einen widerlichen Fungus wollt ihr mir da andrehen? Ich weiß nicht, ich finde sie echt lecker. Ich wünschte, ich hätte deinen grundlosen Mut, mein Junge. Wie auch immer, das ist nicht der Punkt. Ich bin wegen wichtigen Geschäften hier in Viskind. Durch gewissenhafte Recherche und ein bisschen Rumschleichen konnte ich mir ein streng geheimes Rezept aus dem Palast selbst aneignen. Das ist Diebstahl. Aber allerhöchste Güte. Allerdings fehlen mir die Zutaten. Darf ich euch nochmal bitten, mir alles Fehlende zu besorgen? Momentchen mal, hast du gerade Rumschleichen gesagt? Bevor ich dazu sage, was sage, möchte ich wissen, magst du Fleisch? Ja. Verdammt ja, tue ich. Werde nicht. Naja, das Rezept, das ich stibitzt habe, ist für einen Rindereintopf. Ein erstklassiges Fleischgericht. Also ist das Rezept gestohlen, wie du gerade zugegeben hast. Und wer schon? Wen interessiert das denn? Also, was meint ihr? Sammelt ihr mir die Zutaten zusammen? Alfen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ das Gesetz gebrochen hat. Er hat nur ein Rezept im Palast gefunden. Das macht ihn doch nicht zum Kriminellen. Ganz genau. Ich habe einfach nur gemacht, was mir die Schlangenaugen ins Slodia beigebracht haben. Und das Symbole der feinen Küche angewendet. Ist das dein Ernst? Ich brauche Fleisch und Kartoffeln, sowie Pilze und Tomaten. Das wirst du mir doch besorgen, oder? Ja, das besorgen wir dir. Na gut, wir bringen dir die Zutaten. Soweit ich weiß, gibt es hier in Elde Menentia einen Bauernhof. Schaut dort mal vorbei, vielleicht findet ihr dort ja was. Wenn du schon weißt, dass es hier einen Bauernhof gibt, warum besuchst du ihn nicht einfach selbst? Weil ich nicht wirklich riskieren will, mich dort mit einer ganzen Kuh rauszuschleichen, okay? Wer hat was vom Stehen einer Kuh gesagt? War nur Spaß, Junge. Ich bin nur zu hungrig, um jetzt weiterzulaufen. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit. Okay. Hatte erst Tag Fahrschule um 10 und war erst später. Ja, dann wollte ich eigentlich noch was erledigen, was nicht gefunkt hat. Und jetzt zu schreiben habe ich auch vergessen. Oh, alles gut, alles gut. Oh, ich hasse Rejavski. Der ist so laut. Hallo, Dera. Schön, dass du da bist. Ja, das klingt echt nach einem doofen Tag. Aber stimmt, ich habe tatsächlich auf deine Nachricht gewartet. So ein bisschen zumindest. Aber ich habe mir gedacht, dass dann irgendwas dazwischen gekommen ist. Deswegen alles gut. Es läuft ja auch nicht weg. Dera, wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest einen tollen Wochenstart. Jetzt gar nicht haben wir die... Haben wir alles für das Ding zusammen? Sieht so aus, als hätte ihr... Okay, wir haben noch nicht alles. Okay. Sorry. Alles gut, alles gut. Ist hier kein Problem. Könnte besser laufen. Oh nee, was ist denn los? Wenn es erzählen magst, natürlich nur. So, du kannst es mir natürlich auch gerne privat schreiben oder so. Wenn du es jetzt hier nicht erzählen magst. aber immerhin versuche ich überleben das Spiel heute. Ah, bist du wieder als Killer unterwegs? Bist du schon wieder böse? Ich freue mich tatsächlich schon, wenn wir das nächste Mal zusammen spielen, ne? Ich freue mich da schon drauf. Wobei ich es auch ganz schnell wieder bereuen werde, aber... Trotzdem freue ich mich drauf. Vielleicht. Ich glaube mehr als nur vielleicht. Neugierig, was ich anhabe? Nee, eigentlich nicht. Habe es selbst gekauft, wenn ihr es glauben könnt. Heutzutage bekommen wir dann näher einen fairen Lohn für die Arbeit, die wir machen. Das haben wir alles Lord Doralim zu verdanken. Das ist ein sehr interessanter Lord. Okay. Man merkt auch, was ich momentan eher spiele, seit ich irgendwie setze. Punkt 2, Killer Gold 3. Oh. Ich habe Angst vor dir. Ich habe echt Angst vor dir.
Das sind traumhaften Sonder. Jetzt habe ich wohl noch ein paar Punkte. Ja. Ja. Ein paar Perlen sind dabei. Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten ist noch ein Stern. Okay. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Aber ich verziehe mich wieder, ich sehe schon wieder zu viel von Arise. Sei froh, dass ich gerade doch nicht großartig viel Story wieder mache. Wir laufen gerade bisher nur in der Stadt rum. Aber ja, du solltest dich gleich wieder fetidisieren. Geh mal von aus, dass gleich wieder Story-Input kommt. Und ich möchte aber auch nicht, dass du gespoilert wirst. Aber ich bin gespannt, was du dann später mal zu einem Spiel sagst, wenn du spielen solltest. Ich bin hier trotzdem falsch. Nein, Ohrwurm. Ja, geil. Ich liebe Ohrwürmer. Also zumindest solche coolen Ohrwürmer. Pink Fluffy ist einfach ein Muss. Es kam aber halt auch so spontan. Dieses Pink Fluffy. Pink Fluffy Unicorn. Ich will es auch noch irgendwie schaffen, dass ich dann so ein Einhorn hier durch das Bild laufen lasse. Das will ich halt auch irgendwie noch hinkriegen. Wir kommen auf dem Übungsgelände, dem ganzen Stolz von Wiskind. Wiskind, so doof wird gesagt. Wenn ihr euer Training auf die nächste Ebene bringen wollt, seid ihr hier richtig. Wir freuen uns über jeden Kämpfer, der durch unsere Türen kommt. Sofern ihr euch verbessern wollt, könnt ihr hier immer gern trainieren. Wenn ich euch nur ansehe, merke ich schon, dass ihr euch nicht nur verbessern wollt. Ihr strebt danach, die Besten der Besten zu werden. Die Besten der Besten der Besten, ne? Das gibt Rara keine Ahnung was, aber sie kommt. Ja, das ist auch geil. Ah, der ist gut. Dann tretet näher und werft den Federhandschuh. Wir prüfen euer Kampfgeschick gern auf Herz und Nieren. Ah, okay. Ihr könnt nicht kämpfen. Das probieren wir später mal aus. I love it. Echt geil. Aber wir haben viele coole Alerts, finde ich. Wobei, bald auch wieder die Zeit ist zum Wechseln. Wobei die Kanalpunkte-Alerts, die bleiben. Die bleiben. Jetzt aber. Tschüss, Dera. Alles, was wichtig ist. Und danke für die 200 Bits. Ich weiß nämlich noch nicht, ob jetzt gleich das Szene kommt, deswegen warte ich gerade. Soll dir sein, sagen. Oh, ich liebe diesen Alert. Mein Lieblings-Alert. ist ein untersagt, sofern sie nicht die ausdrückliche Genehmigung seiner Lordschaft Dualim verweisen können. Bitte entfernt euch. Ich gehe da trotzdem hin. Okay. Also sollen wir wahrscheinlich die Kämpfe machen. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Das, was noch fehlt, Gummibärenpanne. Stimmt! Warte mal, das schreibe ich mir mal auf. Vielleicht gibt's den da. Das wäre nämlich mega geil. Ich habe ein Gefühl bei dem Sound Kindheit pur. Ja, ne? Oh, ich liebe es. Ich schaue auf jeden Fall mal Mappa. Ich habe es mir aufgeschrieben. Vielleicht gucke ich dann nach dem Stream nochmal nach.
So. Dann holen wir jetzt hier meinen Kampf rein. Ja, ich würde gerne mit Elfen kämpfen. Ja, erstmal Anfänger. Ja, Herausforderung annehmen. Panzer, Schocke und Waldgurke. Hi. Ich muss gerade einmal gucken, wie funktioniert das nochmal. Ah ja, okay. So. 900. 890. Jetzt geht das Punktzählen wieder los. Gibt's bestimmt was Tolles für, wenn man alles schafft. So, wenn ich jetzt nochmal wüsste, welche Taste das nochmal war. Ja toll, ich darf keine Objekte benutzen. Nein! Ich werde den Kampf allein deswegen nicht schaffen, weil ich diese Kugeln nicht abwehren kann. Okay. So, ohne Heiler, das ist immer ich versage bei einem Anfängerkampf. Ich habe keine Heilarzt, ne? Nee. Ja, ja, mach du mal deinen Zauber da. Ja, ja, mach du den mal. Ich verstehe ständig auch hin. Nein! Okay. Eine Verbündete ist gestorben. Nein, nur ich bin gestorben. Vor allem beim Anfängerkampf. Wo das Le Oh! Empfohlen das Level 25. Ich bin in Stufe 18. Ja, cool. Das erklärt's, ne? Okay. Etwas unterlevelt. Gruppenkampf. Empfohlen ist Level 30. Empfohlen ist Level 20. Hundemarke. Komm, wir nehmen mal das für Level 20. Also. Das sind 10 Level über mir. Den ganzen Level. Nein, 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 nein. Ein 20er schaffen wir. Ja, beim ersten Kampf war das Problem, dass ich die Magierin nicht hatte, um die Angriffe abzublocken. Wenn diese blauen Kugeln kommen, die einzige, die die blocken kann, ist die Magierin. Das geht leider mit unserem Kämpfer nicht. Leider, leider. Ich habe den Fehler gemacht, ich bin in die Kugeln reingerannt. Ja, meine Süße. Ich brauche immer noch, wie diese Arzt aufgelöst werden. Beim Kurator im Bree gibt es eine Menge Mounts. Wo ist der Kurator denn? Ah, am Brunnen, okay. Der Tote wieder. Okay. Ja, dann werde ich da noch mal hinschauen. Zwar nicht mal heute, aber ich werde da jedenfalls mal nachgucken. Okay, okay, okay. Warte, könnten wir heilen? Danke.
Ah, es kommen also auch immer wieder neue Viecher. Okay. Hat sie doch gesagt, du sollst dich nur mit welchen in deiner Größe anlegen. Ich weiß. Tu ich ja gerade. Versuchst du bitte. Hier. Mach meine Fähigkeit. Mach meine Fähigkeit. Bleib. Ja. Autsch. Wieder weg. Kämpfe gehen aber lang. Da raus. Wie lasse ich noch? Bin erstmal wieder raus, schönen Abend noch. Mach das, Maxon. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich glaube, das ist der letzte Kampf. Hoffen wir einfach mal. Jo. Okay, den haben wir geschafft. Und wir haben Hundemarken bekommen. Was auch immer wir mit denen machen können. Level 30 mache ich nicht. Klärung anhören. Einzelkampf. Level 40. Training. 25. Nee. Hier geht's aber zumindest nicht mit der Hauptstory weiter. Fight mir zumindest. Okay, aber mit den Sternen haben wir jetzt eigentlich alles abgehakt. Das ist jetzt halt die Frage, wo geht die Hauptstory weiter? Geh noch weiter in Whisken um. Okay, wir sollen uns noch weiter umsehen. Komme ich jetzt hier? Hier komme ich jetzt weiter. Okay, hier ging es eben nur noch nicht weiter. Hi. Die liegen außerhalb unserer Patrouille im Reis. Okay, da dürfen wir nicht hin. Schade. Aber hier dürfen wir scheinbar hin. Okay, wir haben die Hauptquest gefunden. Wir wissen, wo wir lang müssen. すみません。体調が悪いので本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。エッフェル。では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。ありがとうございます。 強い。